Schauen wir mal, ich bin gespannt. Wenn ich jetzt mich mal so anschaue. Meine Freunde aus Deutschland begegnen. Endlich mal wieder karibisches Meer. Jungs aus Deutschland. Jetzt versuche ich mal alle drei. Timo ist wieder da. Und heute ist Tag 25, glaube ich. Oh Gott, ich weiß schon gar nicht mehr, wie viele Tage. Das wäre sogar noch klar. Also ich habe echt viel abgenommen. Viel Kokoswasser. Tada! Die Jungs gönnen sich, die sind im Urlaubsmodus. Ich gucke einfach nur. Man sieht definitiv den Unterschied. Der Nachteil ist auf jeden Fall fast gut verpönt. Ein Partyauto wird das hier gleich. Wie schön! War eine coole Erfahrung. Und was sagst du zu der Hostel-Erfahrung? Also normalerweise Hostel denkt man sich so eigentlich, ne, heruntergekommen. Das ist eigentlich schon ganz cool. Ich habe so viele Nachrichten bekommen auf Instagram. Heute ist wirklich ein schwieriger Tag. Haben mich angeschrieben und haben gefragt, hey, du fastest ja jetzt schon, heute ist Tag 24, wie viel hast du abgenommen? Und deswegen steige ich jetzt auf die Waage. Schauen wir mal, ich bin gespannt. Also vorher war ich, glaube ich, bei 70 oder 71. 64, das heißt, ich habe 6 Kilo abgenommen. Wow, das ist echt nice. Sogar 7. 7 Kilo, Leute. So, Freunde, ich habe mich ja gerade gewogen. Wenn ich jetzt mich mal so anschaue, ja, ich habe schon abgenommen. Ich finde, mein Seitenprofil ist halt viel, viel schmaler geworden. Mein Bauch ist immer noch ein bisschen da. Mein Arsch ist auf jeden Fall viel kleiner geworden. Echt krass, wie klein er geworden ist eigentlich. Ich fühle mich wohl in meiner Haut. Mal gucken, ein bisschen weiter fasten kann ich noch. Also ich gehe da total nach meinem Gefühl. Sobald ich merke, es geht nicht mehr, lasse ich es auch sein. Soweit es noch geht oder ich mich wohlfühle, mache ich es noch. Ich brauche auf jeden Fall irgendwie Kokosnüsse. Ich werde mich gleich mal bei meinen Obst- und Gemüsehändler erkunden, ob die mir irgendwie Kokosnüsse besorgen können. Keine Ahnung, was hier passiert ist, aber die Wand ist irgendwie feucht. Und dasselbe, Leute, habe ich bei mir. Das muss ich meiner Vermieterin mal sagen. Mal gucken, was sie dann machen. So, startklar für den Tag werde ich jetzt meine Freunde aus Deutschland begegnen. Und ich freue mich so unglaublich sehr. Dann geht es wieder zum Meer. Endlich mal wieder karibisches Meer nach 2 Monaten. Ich habe es richtig krass vermisst und ich freue mich jetzt so heftig darauf. So, Leute, und zurück in Cancun. Und Shiny ist da. Richtig cool, die Jungs aus Deutschland. Prost, ne? Prost. Ich wünsche euch einen schönen Urlaub. Guten Appetit. Timo ist wieder da zum dritten Mal. Zum vierten Mal schon? Oha. Okay, crazy. Und ich habe hier gerade 3 verschiedene Kokosnusswasser gekauft, weil ich finde hier in Cancun keine günstige Kokosnuss. Die ist wirklich verhältnismäßig sehr teuer. Und jetzt will ich mal gucken, wer von den dreien schmeckt am besten. Bei der von gestern, das war ekelhaft. Das war irgendwie Organik und das hat absolut nicht geschmeckt. Und jetzt versuche ich mal alle drei. Beziehungsweise erstmal fange ich mit dem an und die dann später irgendwann. So, Leute, ich bin auf jeden Fall zu Hause. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie froh ich bin, dass ich in Cancun bin und vernünftig arbeiten kann. Internet geht hier so viel besser. Das war ja wirklich in Puerto Escondido katastrophal. Und ansonsten, heute ist Tag 25, glaube ich. Oh Gott, ich weiß schon gar nicht mehr, wie viele Tage. Und ich habe jetzt mal Sachen angezogen. Die Hose war mir immer viel zu eng. Die war so unglaublich eng. Ich habe mich da so reingequetscht und die passt einfach. Und es wäre sogar noch klar. Und man sieht, mein Seitenprofil ist definitiv. Also ich habe echt viel abgenommen. Ich habe jetzt schon, wie gesagt, gestern gewogen. Also 8 Kilo, denke ich. Und mal schauen, ich mache jetzt noch ein bisschen weiter mit dem Fasten, solange wie es mir gut geht. Das ist einfach krass, wie viel ich abgenommen habe und wie viele Leute mir schreiben, ne? Unnormal. Jeder denkt sich, boah, krass, Justin. Und jeder ist so ein bisschen, ja, vielleicht sollst du irgendwann mal aufhören zu fasten. Aber im selben Moment sagen sie, hey, du siehst super gut aus, du siehst super fresh aus, super gesund. Ich würde ja sagen, eigentlich ist reicht mal, aber ich kann nichts sagen, weil du siehst top aus und dir geht's gut. Und das ist es, Leute. Also klar, ich verstehe, viele Leute können sich nicht vorstellen, so lange nicht zu essen. Aber ich schwöre euch,
man muss nicht jeden Tag essen. Ich bin der beste Beweis dafür. Ich esse jetzt seit 25 Tagen nichts und ich trinke nur Kokosnusswasser und mir geht es richtig gut. Das ist Urlaub für meinen Körper. Aber dazu sage ich auch noch mal was. Ansonsten, ich bin mal gespannt, ob die Plakette heute da ist. Da steht der Van. Ja, ich habe jetzt zwei Autos. Ey, von keinem Auto zu zwei. Da ist mein Van. Hier ist mein anderes Auto. Das ist so mini dagegen. Das ist echt krass. Naja. Wir haben jetzt einfach mal zwei Autos und ich habe es auf meine Vision Board geschrieben, dass ich mir unbedingt ein Auto wünsche. Da sieht man mal, wie powerful doch so eine Vision Board ist. Deswegen empfehle ich auch jedem Menschen, der keine Vision Board hat, unbedingt eine zu machen. So Leute, das ist übrigens mein Trick und zwar gieße, was heißt Trick, aber ich gieße das Kokoswasser einfach in so eine geile Kokosschale und dann habe ich auf jeden Fall schon mal ein besseres Gefühl, wenn ich trinke. Auch wenn die Sorte nicht mein Favorit ist. Also ich fand die anderen beiden besser, die ich gestern probiert hatte. Richtig viel Kokoswasser. Das schlürfe ich jetzt weg. Ich habe auch echt jetzt gerade einen leeren Magen, ne? Das merke ich gerade richtig. Also ist nicht so, dass man verhungert, aber man hat auf jeden Fall schon einen leeren Magen, Leute. Das ist beim Fasten normal. So, ich mache jetzt ein Video davon. Ne, mach mal. Mach einfach. Fertig. Ach ehrlich? Willst du mich verarschen? Lass los, Tada! Nee. Geil! Hä? Nee! Hey, wie krass ist denn das? Wie geil! Das geht einfach jetzt? Ja. Und? Nee! Ist ja wie Zauberei! Wow! Zauberer, hab ich das gestern nicht bewiesen? Ey, die deutschen Ingenieure wieder, was? Und, die deutschen Ingenieure. Und wie machst du das unten auf? Wie geht das auf? Ganz easy! Und das andere? Merci beaucoup. Nee. Geil, die Türen gehen auf. Ich kann das gar nicht fassen. Weißt du, was du mal machen musst? Du musst mal Autowaschanlage und das ganze Sand einmal weg. Dann machst du Spray drauf und kleidest wieder deine Türen. Ich war halt erst beim Waschen jetzt, aber die haben die Tür wahrscheinlich nicht aufbekommen. Ja, okay, sie kann ja mit dem nassen Lappen, also hier. Ja. Oder so mit dem nassen Lappen geht auch natürlich. Ja. Man darf nicht vergessen, wir sind am Meer. Ah, das kann ich ja abputzen. Wie geil, dass es einfach aufgeht. Ich kann das gar nicht fassen. Richtig nice. Ja, cool. Geht, ja? Kann ja vorsichtig auch. Brauchst du noch dieses Band, wo du gesagt hast? Wo ist denn das? Nee, eigentlich nicht. Nee? Das hält schon gut. Ja? Ja. Okay. Wenn man vorsichtig auf und zu macht, glaube ich, passiert bleiben. Let's go. Hammer. Okay, cool. So, und wieder im nice Fischrestaurant, mein Lieblingsrestaurant. Die Ceviche ist übrigens sehr, sehr gut hier. Und ich habe mein Wasser hier. Also ich bin immer noch am Fasten, Leute, aber mich stört jetzt auch gar nicht so krass, dass alle essen, muss ich sagen. Also ich komme tatsächlich damit klar. Ja, nee, mir geht es eigentlich ganz gut. Ich bräuchte meine Kokosnusswasser wieder. Irgendwie, seitdem ich in Cancun bin, kriege ich zu wenig Kokosnusswasser. Ich brauche mehr, definitiv. Ich habe jetzt nur Wasser gewaschen, aber ja. Die Jungs gönnen sich, die sind im Urlaubsmodus. Ich kippe einfach nur zu. So, guten Morgen, Freunde. Tag 26 und ich wollte jetzt einfach mal zeigen, wie mein Körper gerade aussieht. Ich tue mich jetzt ein bisschen positionieren, so dass ich meine, ich könnte mich jetzt auch so hinstellen, ja, aber ich richte mich mal ein bisschen auf. Man sieht definitiv den Unterschied. Und ich finde, man sieht jetzt auch so ein bisschen, wenn ich meinen Bauch angucke, dass ich irgendwann mal mein Leben trainiert habe. Weil ich habe ja tatsächlich ziemlich viel Sport gemacht eine Zeit lang. Also vor einem Jahr. Seit einem Jahr trainiere ich auch nicht mehr, aber damals habe ich halt wirklich gut trainiert. Und ich finde, man hat es immer gar nicht gesehen, weil so viel Fett drüber war. Aber jetzt sieht man das. Und ja, mein Po und alles. Ne? Also man sieht schon, alles ist kleiner geworden. Ich habe auf jeden Fall bestimmt jetzt meine 8 Kilo verloren. Also schon krass. Ja, also so sehe ich aus, Leute. Kokotox läuft, Kokosfasten. Und ich kenne auch ganz viele Leute, die mitmachen. Also, und alle sind begeistert. Keiner ist wirklich hungrig, außer einer. Der konnte es nicht machen. Das wollte ich euch mal zeigen, dass ihr seht, wie ich aussehe. Gucken wir mal, wie lange ich es noch mache. Man kann auf jeden Fall eine Weile fasten. Das ist gar kein Problem. Ich bin so müde und kaputt. Ich war heute schon wieder um 5 Uhr wach, glaube ich. Wir sind ja heute nach Playa del Carmen gefahren und ich wollte eigentlich mit feiern gehen, aber das geht gar nicht, ich kann nicht. Wir waren gerade in so einem Club, die Musik war so unglaublich laut und ich war so kaputt schon. Das
macht mich völlig fertig hier. Nee, das geht nicht, Leute. Also der Nachteil ist auf jeden Fall am Fasten, du kannst nicht mehr so feiern gehen, weil du kannst ja auch kein Alkohol trinken. Und ich muss mich immer so wegschmeißen und dann sagen die Jungs, ja, trink doch mal ein bisschen Alkohol. Ich sage, es geht nicht. Wenn du fastest, kannst du nicht Alkohol trinken. Ich habe nämlich Angst, wenn ich jetzt ein bisschen Alkohol trinken würde, mein Magen, oh mein Gott, ich weiß nicht, was dann passieren würde, aber ich glaube, es wäre definitiv richtig katastrophal schlimm. Beziehungsweise, ich würde wahrscheinlich auch Fetthunger bekommen, keine Ahnung. Deswegen, feiern läuft natürlich nicht. Ich werde jetzt schlafen gehen. Ich bin todesmüde. Ich weiß nicht, ob ich todesmüde aussehe, aber ich fühle mich so... Ich fühle mich einfach so völlig fertig. Auf jeden Fall haben die ein richtig nices Apartment hier, so ein Airbnb. Die Jungs haben quasi für mich mitgebucht, finde ich mega nett. Also das finde ich wirklich, wirklich richtig cool. Ansonsten hätte ich im Auto geschlafen, was ich ja auch machen wollte die nächste Zeit, immer wenn ich irgendwo reise. Aber sorry Leute, oh mein Gott. Ich glaube, ich mache mal die Kamera aus, weil das wird jetzt nichts mehr. Ich schminke mich jetzt ab und dann lege ich mich einfach schlafen. Und morgen früh stehe ich dann wahrscheinlich wieder früh auf, arbeite und dann fahren wir morgen nach Tulum. Da freue ich mich schon drauf. Aber da werde ich auch nicht feiern können wahrscheinlich. Tagsüber bin ich mega fit, das ist gar kein Ding, aber nachts um 12 war es das. Das ist jetzt schon, ich glaube, 23.30 Uhr. Ja, dann würde ich sagen, bis morgen in alter Frische, Freunde. Morgen ist Tag 27. Oh mein Gott. Ah, Leute, und ich wollte nochmal hinzufügen, ich weiß nicht, woher jetzt diese Geräusche hier kommen, ob hier nebenan auch eine Party ist, aber hier im Playa del Carmen, wie geht das hier auf, ist einfach überall Party. Es ist unnormal krass viel los. Oh, wir wohnen hier voll hoch, ich habe Höhenangst. Ich glaube, man hört schon so ein bisschen, es ist richtig krass viel los hier im Playa del Carmen. Also, das, also vor einer Weile war hier gar nichts. Ich weiß nicht, aber jetzt ist es ist einfach so heftig angestiegen hier. In Cancun ist zurzeit gar nichts so. Es ist eigentlich Spring Break, aber ich verstehe die Welt auch nicht mehr. Es ist irgendwie total strange, dass hier so viele Menschen sind. Straßen sind voll. So, Tag 27, Freunde. Kokosnussfastentag 27. Wir sind jetzt noch im Playa del Carmen. Und wir machen uns gleich auf den Weg nach Tulum. Mal schauen, wie ich mein Fasten hier noch überstehe. Bis jetzt geht es ganz gut. Ich war gerade sogar mit Frühstücken und ich hatte keinen Hunger bekommen. Also es geht. Mittlerweile kann ich ja auch ins Restaurant gehen, weil am Anfang habe ich das überhaupt nicht gemacht. Da bin ich niemals mit Essen gegangen, aber mittlerweile geht's und ja. Ich mache das noch eine Woche oder so. Gucken. Ich werde nicht zu viel versprechen. So, Freunde, wir machen jetzt noch einen kleinen Stopp gerade. Die Jungs essen ein paar Tacos und das ist ja so typisch mexikanisch. Da kannst du für 60 Cent ein Taco essen. Richtig nice. Ich persönlich esse selten Tacos, muss ich ehrlich sagen, weil ich das immer vermeide, weil es für mich halt nicht gesund ist, aber es ist halt wirklich sehr lecker. Es gibt so kurze Momente, Leute, da hätte ich auch Bock zu essen, aber im Großen und Ganzen zu 90% geht es eigentlich wirklich voll klar. Ich gebe das so zurück. Ehrlich? Mindestens noch 20 Leute? Ein paar Touris anhalten und die noch für 500 Pesos Fall mitnehmen. Stimmt, eigentlich passt das, ne? Voll! Wir wissen jetzt, was für ein Business wir machen. Wir nehmen dicken Wärme für die Touristen herum. Wie gesagt, wenn die jetzt noch ein Party. Ja, Leute, heute immer alle zusammen im Van hier. Mal ein bisschen mehr los im Auto. Ein Partyauto wird das hier gleich. Ja, wir fahren jetzt nach Euphemia zum Strand. Und ja, wir sind in Tulum. Endlich mal wieder. Obwohl, ich war ja letztens erst. Irgendwie, ich bin nur noch in Tulum, habe ich das Gefühl. Ja, schön hier. Eigentlich. Bin mal gespannt. Heute ist es cool. Ja, so cool. Wow, yeah, it looks very amazing. It's very beautiful. I need to go to the toilet. Can I go? Okay, I come then. Schön hier, ne? Ja, auf jeden Fall. Ja, ich find's auch mega. Ja. Voilà. So, das ist Euphemia, Leute. Mega nice. Und wir sind jetzt einfach mal. Wir fahren jetzt, glaube ich, mit 10 Leuten oder so in meinem Van. Mal gucken, ob alle reinpassen. Ich bin gespannt. Hast du die Decke gesehen, Shiny? Die Decke? Mit den Flaschen? Ja. Ist cool, ne?
Jasin, wie läuft's? Gut, ich hoffe, es kommt mir vor, als wäre ich im Bus da. Absolut. Das ist doch ein warmer Bruder, Shiny. Wir haben heute Nacht gefroren. Shiny hat gefroren, ich habe gefroren. Es war sehr kalt. Es war sehr kalt, aber das Hostel war nice, ne? Ja. War eine coole Erfahrung, oder? Mal im Hostel, sag mal ganz kurz, Shiny. Also das würde ich wirklich gerne mal von dir wissen. Was sagst du zu der Hostel-Erfahrung? Also normalerweise Hostel denkt man sich so eigentlich, ne, heruntergekommen, damit die ja für die ärmeren Leute was zum Schlafen. Aber hier sieht es schon mega aus, ne? Man fühlt sich echt wie im Dschungel. Ja, ne? Krass. Ich finde auch die Hütte geil, kann ich ja mal gucken. Das ist eigentlich schon ganz cool. Und es gibt auch Dormbetten, ne? Das, so ist es nicht, aber ich finde es mega. Ja, mega, mega happy hier in Tulum, Freunde. Und ganz kurz, Fastentag Nummer 28. 4 Wochen sind geschafft, Leute. Wenn ich heute den Tag voll habe, dann habe ich 4 Wochen geschafft. Und dann habe ich mein Ziel, glaube ich, auch erreicht. Ich muss euch ganz ehrlich gestehen, ich hatte jetzt ein bisschen Durchfall gestern und heute und vorgestern auch ein bisschen. Und ich bin an den Stadium angekommen, wo wirklich nur noch Flüssigkeit rauskommt. Und zwar gestern nicht der Fall. Da kam noch ein ganz minimales Stück raus. Ich weiß, das ist jetzt ein bisschen blöd zu sagen, aber es ist ja auch ein wichtiges Thema, gerade bei der Entreinigung. Ne? Wir wollen ja hier detoxen. Und ja, ich denke, ich habe es geschafft, Leute. Ich denke, ich mache jetzt noch ein bisschen und dann war es das. 4 Wochen Fasten, Leute, kann man sich mega reinigen. Es geht mir gut. Ich habe so viele Nachrichten bekommen auf Instagram. So krass viele Nachrichten, wo jeder wissen will, was ich da mache. Und so viele Leute haben Bock, das nachzumachen. Bestimmt 15 Leute, die da Interesse haben. Und ich glaube schon so, 8 Leute haben es schon gemacht oder sind gerade dabei. Finde ich schon nice, auf jeden Fall. Und ja, ich werde mal weiter berichten, wie die nächsten Tage sind. Ich weiß nicht, wie lange ich jetzt noch wirklich faste. Ich gehe nach meinem Gefühl, aber heute ist ein komischer Tag gewesen mit dem Magen, muss ich echt mal sagen. Es war einer der unangenehmsten Tage von dem ganzen Fasten, aber ich denke, es ist ein gutes Zeichen. Von daher, alles super. Lege ich die hier vorne. Hier drunter. Ja. Na? Und dann ja, könnt ihr euch da reinsetzen, wie ihr wollt, ne? So. So, Freunde, Tag 28. Und ich glaube, ich muss mal ein kurzes Update liefern. Und zwar, Freunde, Tag 28. Gott, wie sehe ich denn aus? Ein bisschen zerstört. Also ich muss sagen, ich fühle mich heute gar nicht fit, liegt aber daran, weil ich die letzten Nächte wirklich nicht viel geschlafen habe. Ich bin total müde und ich hatte heute tatsächlich Durchfall gehabt und auch gestern schon leicht. Es kommt immer noch was raus. Ich finde es so krass. Okay, ich habe keinen Einlauf gemacht. Normalerweise macht man ja einen Einlauf vorm Fasten oder auch währenddessen immer mal wieder oder die erste Zeit. Ich habe es halt nie mit Einlauf gemacht. Ich habe wirklich immer einfach so gefastet, weil ich die Möglichkeit nicht hatte, hier einen Einlauf zu bekommen in Mexiko. Und Laubersalz wollte ich nicht nehmen. Es gibt ja verschiedene Abführmittel. Man sagt ja, man soll abführen, weil man erstens weniger Hunger hat und weil man dann so schneller den Darm entleert. Ne? Weil ich sehe es ja jetzt, ich habe den Darm nicht entleert und es kommt nach 4 Wochen immer noch irgendwas raus. Also ich denke mal, das sind noch irgendwelche Reste von den Darmwänden. Man sagt ja, in diesem riesengroßen Darm, der ist ja mega, mega lang, sammelt sich einiges an über die Jahre und das kommt jetzt alles raus, denke ich. Und deswegen habe ich ja gesagt, ich werde so lange fasten, wie ich mich wohlfühle und am besten so lange, wie ich wirklich komplett gereinigt bin. Ich bin gespannt, wie es die nächsten Tage weitergeht. Heute ist wirklich ein schwieriger Tag, weil ich so müde bin. Ich habe überlegt, ob ich eine Suppe trinken soll, habe ich aber jetzt nicht hier gerade und ich will jetzt auch nicht losgehen. Das heißt, ich glaube, ich belasse es dabei, dass ich auch nur Kokoswasser trinke und guck mal, wie ich mich morgen fühle. Ich bin, glaube ich, einfach nur so müde und muss schlafen und dann geht das auch wieder. Aber das werden wir morgen sehen, berichte ich mal. Und ja, ich habe heute auch kurzzeitig überlegt, ob ich komplett Fasten brechen soll, aber ich will noch abwarten, weil ich denke mal, ein schwacher Tag sollte noch nicht bedeuten, dass es jetzt so vorbei sein soll mit Fasten. Aber wenn es jetzt morgen auch noch so ist und übermorgen auch noch, dann höre ich auf. Ansonsten faste ich noch ein bisschen weiter, aber nicht mehr zu lange. Ich habe gesagt, maximal 6 Wochen. Ich faste nicht länger als 6 Wochen mit Kokoswasser und Wasser. Danach gehe ich ganz langsam in die Ernährung ein. Darauf komme ich dann zu sprechen. Nämlich das Fastenbrechen ist, glaube ich, mit das Schwerste, was man überhaupt machen kann.
Da fasst man sich, ist auch nicht immer einfach, glaubt mir, gerade die sozialen Umstände, die man dann hat, wenn man was essen, was trinken ist, oder. Viele Leute würden sich niemals damit beschäftigen. Ich habe aber gerade Freunde zu Besuch in Cancun, die einmal in weiß ich wie viele Jahren kommen, und ich möchte natürlich Zeit mit denen verbringen. Und wir waren jetzt ja auch unterwegs in Tulum, in Playa del Carmen, und da war ich auch mit denen mit was essen und halt habe nicht gegessen, aber ich war dabei und. Kann sein, dass das Ganze so ein bisschen auf mein Gemüt schlägt, aber es geht tatsächlich. Ich bekomme es hin. Es fasten gerade auch einige Leute mit in Deutschland. Da schaue ich nochmal, dass ich dann auch ein paar Ausschnitte nochmal zeige, was die Leute gesagt haben zu ihrem Fasten. Eine Freundin hat 2 Wochen gefastet, jetzt fastet gerade jemand aktuell noch. Dann hat jemand 5 Tage gefastet, ich glaube 4 Tage jemand. Auf jeden Fall interessant, wie viele Leute doch Bock haben und wie viele Leute mir auch schreiben, dass sie wirklich Kokosnusswasser machen möchten. Kokoswasser ist definitiv einer der besten Wasser, die man trinken kann. Und es hat nicht so viele Kohlenhydrate, wie die Leute denken. Definitiv viel weniger als Orangensaft, also bestimmt die Hälfte. Und das ist doch schon mal ein Lichtblick. Und es hat sogar ein bisschen Proteine. So viel dazu. Und ich sage jetzt erstmal gute Nacht und melde mich morgen nochmal. Ich bin einfach tot. Geht gar nichts mehr heute. So, guten Morgen, Freunde. So, es ist jetzt 7.09 Uhr, der 8. März, unfassbar. Ich habe jetzt 4 Wochen durchgefastet. Also heute fühle ich mich schon viel besser als gestern. Ich hatte jetzt ja irgendwie mit dem Magen jetzt 2 Tage ein bisschen Durchfall gehabt und immer so ein Rumoren gehabt im Magen und ganz tolle Müdigkeit. Ich muss sagen, ich bin immer noch müde. Also es war echt anstrengend, die letzten Tage so unterwegs zu sein. Vor allem auch die lange Autofahrt, die ich ja davor hatte, ne, vor einer Woche. Vielleicht schlägt das noch so ein bisschen im Gemüt. Auf jeden Fall werde ich mich jetzt mal wiegen gehen, Freunde. Also, mal schauen. Ich weiß halt nicht, wie viel ich vorher gewogen habe. Ich denke, auf jeden Fall so 71 habe ich vorher gewogen, ungefähr. 71, 72. Mal gucken, was die Waage jetzt zeigt. Können wir jetzt dann zum seriösen Teil kommen, oder? Schauen wir mal, ich bin gespannt. Die Hose war auch mal richtig echt. Magst du das mexikanische Essen? Tag 29, Leute. Gestern ging es mir gar nicht so gut. Ich will jetzt auch nicht erwarten, dass es mir einfach jeden Tag überblenden geht. Nach 10 Kilo sind runter. Da kann man die super easy aufmachen. Mal gucken, wie viel Wasser da drin ist. Ich sortiere gerade meine Klamotten hier aus. Ich finde es mega cool, dass ich einfach wieder in alte Sachen reinpasse. Bikini gefunden, der perfekt sitzt. Kokosnuss-Fastentag Nummer 30. Jeder fragt mich, wie ich es mache, ob ich wirklich nur Kokoswasser trinke, wie viel. Ich habe ja nicht mit Fasten angefangen, weil ich jetzt gedacht habe, ich will jetzt unbedingt 10 Kilo abnehmen. Das erste, was ich jetzt zu mir nehme, nach 30 Tagen Kokosnusswasser. Und Walmart-Bestellung ist gerade angekommen. Kannst du überzeugen, dass ich nichts esse? Ja.